Defekte Batterien sind eine der häufigsten Pannenursachen. Kein Wunder, denn einer Batterie wird heutzutage viel abverlangt. Immer mehr elektrische Verbraucher im Auto. CO2-sparende Start-Stopp-Technologie, bei der die Batterie die komplette Energieversorgung leistet, während der Motor ausgestellt ist. Vor allem bei einer hohen Anzahl von Kurzstrecken ist das gefährlich, denn die Batterie verliert dann mehr Energie, als sie vom Generator aufnehmen kann. Auch hohe und niedrige Temperaturen beeinflussen die Leistung der Batterie. Die ideale Betriebstemperatur ist 20 Grad. Insbesondere im Sommer beschleunigen hohe Temperaturen mögliche Alterungsreaktionen. Bei tiefen Temperaturen im Winter ist die chemische Reaktionsgeschwindigkeit reduziert, wodurch insbesondere bei gealterten Batterien eine Leistungseinschränkung sichtbar werden kann. Und zu guter Letzt, auch lange Standzeiten sorgen oft für einen niedrigen Ladezustand der Batterien. Mit all den ärgerlichen Konsequenzen. Hier ein paar Tipps, um das zu verhindern. Wenn Sie Ihr Fahrzeug nur selten und auf Kurzstrecken brauchen, nutzen Sie so wenige elektrische Verbraucher wie möglich. Dann wird die erzeugte Energie genutzt, um die Batterie zu laden. Wenn Sie stehen und der Motor ausgeschaltet ist, nutzen Sie möglichst keine elektrischen Verbraucher. Das belastet die Batterie sehr. Wenn die Batterie dann doch mal leer ist, hilft nur Starthilfe, um zur Feststellung der Ursache in die nächste Werkstatt zu fahren. Das Wichtigste vorab: Helfer und Pannenfahrzeug dürfen sich nicht berühren, ansonsten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Zuerst wird die Klemme des roten Kabels am Pluspol des Spenderfahrzeugs befestigt. Das andere Ende des roten Kabels kommt an den Pluspol des liegengebliebenen Fahrzeugs. Anschließend wird die schwarze Klemme am Minuspol der Spenderbatterie befestigt. Das andere Ende des schwarzen Kabels wird mit einer freien metallischen Stelle außerhalb der Batterie des liegengebliebenen Fahrzeugs verbunden, zum Beispiel mit dem Motorblock. Zuerst den Motor des Spenderfahrzeugs starten, dann den Motor des Pannenfahrzeugs. Das Abnehmen der Klemmen erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Laden Sie vor und nach langen Standzeiten die Batterie entweder in der Werkstatt mit einem professionellen Ladegerät oder zu Hause mit einem Lader für den Heimgebrauch. Zur Verbindung des Ladegeräts mit der Batterie bitte zunächst das rote Kabel mit dem Pluspol, dann das schwarze Kabel mit einer freien metallischen Stelle außerhalb der Batterie verbinden, zum Beispiel mit dem Motorblock. Danach können Sie den Lader an das Stromnetz anschließen. Nach Beendigung des Ladevorgangs trennen Sie zuerst das Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie die Kabel von der Batterie lösen. Und zu guter Letzt, besuchen Sie die Werkstatt Ihres Vertrauens für regelmäßige Batterietests. Dort kann das Aufladen über einen professionellen Batterielader erfolgen oder bei Bedarf eine neue, leistungsstarke Batterie eingebaut werden.